Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Ich habe heute schon ein paar Sachen vorbereitet, denn wir basteln heute gemeinsam ATCs. ATC, was ist das? Die Abkürzung für Artist Trading Card. Auf Deutsch heißt das Ganze dann Künstlertauschkarte. Klingt jetzt aber nicht ganz so toll, deswegen werde ich eher bei dem Begriff ATC bleiben. Wie funktioniert das Ganze? Generell bastelt jeder Karten in einer gewissen Größe und vertauscht die dann an andere Bastler, die ebenfalls solche Karten gebastelt haben. Genau, so das Grundprinzip funktioniert eigentlich wie früher, wenn man zum Beispiel Diddleblätter oder Pokémon-Karten, Sticker etc. auch mit Klassenkollegen in der Schule oder mit Freunden vertauscht hat. Und genauso hat man das ein bisschen ins Erwachsenenalter geholt und da bastelt man eben sich diese Karten dann selber. Das macht unheimlich viel Spaß. Man kann auch ja, viel Material aufbrauchen, sage ich einmal. Das Thema auf meinem Kanal ist ja auch Aufbrauchen statt Horten. Deswegen finde ich das immer eine gute Idee, Material aufzubrauchen und aber natürlich auch mit anderen Bastlern in Kontakt zu treten. Ich habe mich jetzt für meine ATCs, für das Stempelset Lovable Leopards von MFD entschieden. Das habe ich auch relativ neu noch und für mich hat das sofort, als ich es gesehen habe, nach ATCs geschrien und deswegen werden wir das heute auch verwenden. Das Stempelset Lovable Leopards von MFD schreit ja eigentlich nur nach ATCs und ich habe mir jetzt mal den sitzenden Leoparden auf einen Acrylblock aufgezogen, genauso wie den Spruch I spot a great friend. Den finde ich eigentlich für ATCs ganz passend. Und als Grundpapier habe ich mir da so einen Papierblock vom Action genommen. Das sind auch so Papiere mit einem Animal Print drinnen. Da habe ich so gut wie gar nichts bis jetzt verwendet und der soll heute auch zum Einsatz kommen. Also das ist so meine Basis an Produkten, die ich verwenden möchte. ATCs sind für mich immer eine gute Möglichkeit, auch Reststücke aufzubrauchen, weil man einfach nicht so viel Papier benötigt. Und zwar habe ich mir da schon einmal ein Reststück aus diesem Actionblock mit einem Leoprint rausgesucht und zusätzlich habe ich mir dann auch noch meine ATC-Stanze oder auch für Pocket Letter kann man die verwenden von Marianne Design genommen. Man kann sich das natürlich dann auch selber zuschneiden, aber für mich ist es jetzt irgendwie einfacher, wenn ich da gleich diese Stanze habe und die ist auch nicht so teuer. Ich glaube 5, 6 Euro kostet die. Die habe ich mir jetzt einfach mal geleistet. Und wir nehmen uns jetzt den inneren Teil und stanzen uns da dann einmal unsere Basis für die ATC-Karte aus. Ausgestanzt sieht das Ganze jetzt so aus. Für mich ist das eigentlich immer der wichtigste Teil, weil das der Bereich ist, in dem wir dekorieren. Das heißt, ich weiß dann genau, wie groß darf mein Stempelabdruck sein zum Beispiel, wie viel Deko kann ich da drauf geben. Also das ist für mich eigentlich immer der erste Schritt, dass ich mir diese Basiskarte für die ATC dann zuschneide. Nachdem das eigentlich nur der Teil ist, der dekoriert wird, brauche ich natürlich dann auch noch eine größere Karte, wo das Ganze dann draufkommt. Und das ist da in dem Fall diese größere Stanze von Marianne Design. Ich habe mir da jetzt schon ein bisschen was rausgesucht und zwar ist das dieser Cardstock vom Action. Und ich finde dieses Braun eigentlich ganz schön. Das passt auch gut zu meinen Farben vom Designerpapier. Und da habe ich auch noch ein bisschen größeres Reststück. Und aus dem werde ich mir jetzt gleich diese größere Kartenbasis dann ausstanzen, wo wir das dann raufkleben können. Genau, jetzt haben wir uns eigentlich die richtige Basis ausgestanzt. Schaut eben dann so aus und im Endeffekt wird das dann einfach das Designerpapier auf diese große Karte draufgeklebt und das im Prinzip ist auch dann die ATC-Größe. Also das ist wirklich nur für die Dekoration. Und ich möchte mir das, wie gesagt, nicht händisch zuschneiden, deswegen habe ich mir da diese ATC-Stanzen gekauft. Die gibt es aber auch von anderen Marken zum Beispiel. Als nächstes geht es schon ans Stempeln. Das heißt, ich habe mir da einfach nur ein Stück weißes Restpapier rausgesucht. Als Stempelset verwende ich das VersaFine und den Stempel ab. Also den Stempel haben wir uns ja schon auf unseren Acrylblock aufgezogen. Und ich stempel mir das einfach. Das passt und wichtig, den Stempel nachher natürlich auch wieder sauber machen. Ich habe da immer meinen Chamois von Lanvin, der schaut auch schon echt wild aus, aber der funktioniert für mich eigentlich am besten. Genau. Kolorieren möchte ich das Ganze mit Aquarellfarben und zwar habe ich da meinen Schmink-Aquarellkasten und ich möchte als Basisfarbe mal dieses helle
Beige haben. Und ich fange jetzt einfach mal zum Kolorieren an, werde aber wahrscheinlich Musik dann drüber laufen lassen. So sieht mein fertig kolorierter Leopard jetzt aus. Ich würde mich freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, wie dir das gefällt, wenn ich beim Kolorieren einfach ein bisschen schneller vorlaufen lasse. Sonst zieht sich das Video irgendwie unnötig in die Länge. Und ja, ich hoffe, das gefällt dir so. Also schreib mir da gerne Feedback in die Kommentare. Als nächstes werden wir uns den Leoparden mit den Stanzen, die ich auch dabei habe, dann ausstanzen. Und zwar müsste das eher das sein. Genau, das ist die passende Stanze. Genau, so sieht der Ganze ausgestanzt aus. Den Aquarellkasten braucht man nicht mehr, den können wir zur Seite legen. Und jetzt hole ich mir noch schnell meine Basiskarte und sehe, okay, von der Größe her passt es auch perfekt. Wo wir jetzt noch einmal den Stempel brauchen, und zwar, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne I spot a great friend als Spruch haben, das geht sich aber so leider nicht aus auf meiner Karte und ich möchte die ATC jetzt eigentlich auch nicht quer nehmen, wobei sich da auch nicht wirklich ausgehen würde. Das heißt, ich werde mir den Spruch einfach zweigeteilt stempeln und ich habe mir da schon ein bisschen Papier rausgesucht, das da passen könnte, und zwar ist es auch so ein Beige-Ton, da habe ich auch noch ein Reststück. Und dieses Reststück werde ich mir jetzt auf jeden Fall einmal zuschneiden. Wo ist mein Lineal? Da ist es. Mein Stempel hat ungefähr 1,5-1,6 cm. Das heißt, ich möchte auf der Seite noch ein bisschen an Rand lassen. Und ich schneide mir das Ganze jetzt einfach auf 1,8 cm zu. In dem Fall habe ich ja bei meinem Schneidebrett diese Markierung nicht. Ich finde das aber eigentlich ganz gut, wenn ich mir das einfach anlege. Sehe, mein Papierstück hat jetzt 6,2 cm, dann rechne ich mir einfach die 0,8 ab, bin bei 5,4 cm und dann habe ich das Reststück, das da jetzt rausschaut, genau mit 0,8 cm. Also das ist so ein kleiner Quick-Tipp, das funktioniert für mich ganz gut, wenn ich wirklich ja, kleinere Messungen habe, weil mein Schneidebrett ja eigentlich erst bei ca. 1,52 cm dann anfängt. Und um den Spruch jetzt zweigeteilt zu stempeln, nehme ich mir als erstes mal den ersten Teil, und zwar würde ich da das I Spot nehmen und das Great Friend, das kommt dann auf ein zweites Stück. Ich nehme mir wieder das VersaFine und nehme mir da jetzt aber wirklich nur die ersten drei Worte, den Rest stemple ich, also färbe ich eben nicht mit der Stempelfarbe ein, und das stemple ich jetzt einfach ab. Das schaut gut aus, dann machen wir uns den wieder sauber. Und was ich wichtig finde, bevor ich da jetzt wieder auf mein Papier drauf gehe, ich stempel mir das einfach ein paar Mal auf ein Stück Restpapier, das ist jetzt eben von der Ausstanzung, dass ich da wirklich sicher sein kann, dass da keine Farbe mehr abgibt, weil sonst mache ich mir das Ganze kaputt. Und das Great Friend, das werde ich mir jetzt auf die andere Seite stempeln, damit ich da auch auf der Seite dann vielleicht noch ein Fähnchen oder irgendwas zurechtschneiden kann. Great Friend, sehr schön. Wie gesagt, so kann man eigentlich ganz einfach so einen langen Stempel dann auseinanderteilen und hat dann im Prinzip zwei Teile dieses Stempels. Viele schneiden sich die Stempel ja auch auseinander, das ist für mich wirklich ein No-Go. Also damit kann ich irgendwie gar nicht umgehen, irgendwie so einen Stempel dann zu zerstören.
Während der Spruch ein bisschen trocknet, nehme ich mir wieder meine Basiskarte mit dem Stempelabdruck und so sieht sie eigentlich noch relativ leer aus, auch wenn dann der Spruch oben oder unten noch dazu kommt. Aber ich möchte das ein bisschen, ja, ein bisschen Farbe noch dazu reinbringen, deswegen habe ich mir da diese Grassy Border Stanze von MFD rausgesucht und möchte auch noch ein bisschen so eine Grasbordüre für meinen Leoparden dazu ausstanzen. Ich habe mir da einfach ein bisschen grünes Papier genommen und das werde ich jetzt einfach mit dieser Stanze ausstanzen. So, ausgestanzt schaut das jetzt so aus. Das löst sich eigentlich auch schon ganz leicht von den Teilen. Und auf der Seite kann ich es entweder mit der Schere dann abschneiden oder abreißen. Dadurch, dass ich aber eh irgendwo in diesem Mittelteil dann anfangen möchte, ist mir das dann eigentlich egal. Und das kann ich mir jetzt dann auch noch zuschneiden. Das ist jetzt Augenmaß, also da messe ich jetzt nicht aus, wie groß ich das haben möchte. Dann schauen wir mal, ob das von der Höhe her passt. Das schaut doch gleich viel niedlicher aus, aber irgendwie möchte ich noch ein bisschen mehr Bewegung drinnen haben. Deswegen nehme ich mir auch noch ein bisschen dunkleres, nicht Designerpapier, dunkleres Farbkartonpapier. Und zwar, man sieht, es ist ein bisschen ein dunkleres Grün und das stanze ich mir jetzt auch noch einmal aus mit meiner Grasbordüre. Genau, auch das ist ausgestanzt. Das reiße ich mir da auf der Seite einfach wieder weg. Rein theoretisch könnte man das negativ auch verwenden, aber ich finde, das schaut irgendwie nicht ganz so toll aus wie das positiv und deswegen schmeiße ich die eigentlich immer weg. Man kann sich ja so viele Grasbordüren dann stanzen, wie man möchte. Und auch das schneide ich mir zusammen zurecht. Und das ist aber ein bisschen schmaler, weil das möchte ich eigentlich in den Vordergrund. Also ich möchte es vorne etwas dunkler haben. Im Normalfall ist es ja hinten etwas dunkler, aber mir gefällt es eigentlich vorne schon besser. Das ist wie gesagt Geschmackssache. Genau, und das werde ich mir dann da vorne so überlegen. Schaut gut aus. Dann können wir eigentlich schon anfangen zu kleben. Und zwar nehme ich mir da meinen Tombow. Der hat sogar noch ein bisschen Verpackung drauf. Ist relativ neu. Aus meiner Stempelwunderwelt-Bestellung, falls du das noch nicht gesehen hast. Gebe mir da wirklich nur ganz, ganz dünn ein bisschen drauf. Und gebe das so ein bisschen versetzt, dass ich eben da am Rand das Problem nicht habe. Gebe ich mir das an, dann brauche ich noch meine Schere und schneide mir das einfach von hinten dann ab. Das ist die Frage, möchte ich das so und dann da? Aber ich glaube, ich werde den Leoparden dahinter setzen und dann das Gras so ein bisschen drüber legen. Das schaut auch süß aus. Was, dann gehen wir den als nächstes an. Da musst du dir halt dann selber Gedanken machen, ob du eher mittig, eher rechts, eher links haben möchtest. Ich nehme es jetzt mal so eher mittig. Schau dann auch mit meiner Grasbordüre noch, dass das dann auch gut ausschaut. Aber vom Abstand zum Rand schaut das ganz gut aus. Kleben wir das fest und dann haben wir eben auch noch mal unsere Grasbordüre. Die dunklere, die da jetzt vorne noch dazu raufkommt. Und die werde ich mir eben ein bisschen versetzt auch noch dazu geben, damit es da eben mit dem Hintergrund nicht Ton in Ton ist. Das gefällt mir auch nicht so gut und so hat das Ganze ein bisschen mehr Dimension.
soweit, so gut. Genau, die Glasbordüre brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, die kann ich wegnehmen. Dafür brauchen wir jetzt aber wieder unsere gestempelten Sprüche. Und zwar schneide ich mir die auch wieder zurecht. Und ich lasse aber auf der Seite einmal links und einmal rechts ein bisschen einen Abstand, weil ich mir da ein Fähnchen schneiden möchte. Und bei dem Great Friend dann logischerweise auf der anderen Seite. Den kann ich mir aufkalten, den kann ich dann auch für andere Projekte noch verwenden. Es gibt ja auch so Fähnchenstanzen, ich finde das eigentlich immer am einfachsten, da hängt noch ein bisschen Gras dran. Ich finde das immer am einfachsten, wenn ich mir da einfach ungefähr mittig einen Schlitz ziehe und dann von links und rechts einfach zur Mitte dann schneide. Das ist noch nicht ganz durch. Ist jetzt nicht ganz akkurat, aber für mich reicht das auf jeden Fall. Und das kommt dann einmal so dahin. Und beim zweiten machen wir es genauso gleich. Also einfach ein bisschen in die Mitte schneiden und dann von links und rechts dieses Fähnchen. Genau, und das kommt dann da oben hin. Oh, ist das niedlich. Super, gefällt mir voll gut. Dann können wir das eigentlich auch schon aufkleben. Krass. So, ist aber nichts passiert. Das klebe ich mir jetzt da oben an und das Great Friend Stückel darunter. Passt. Oh, ich finde, die Karte ist richtig cool geworden. So, jetzt brauchen wir noch unsere Basiskarte. Das kleben wir auch da drauf. So. Jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Was ich gerne noch möchte, ist ein bisschen Glitzer, ein bisschen Bling Bling. Und dann habe ich in meiner Wühlkiste noch so goldene Nieten gefunden. Und ich glaube, die passen auch ganz gut. Die sind ein bisschen größer als die. Und den großen hätte ich gerne da oben. Und die kleineren, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Die sind so, das sind so Linien, die man eigentlich einzeln abziehen kann. Aber wenn ich mir das Ganze durchschneide, kann ich die natürlich auch einzeln verwenden. Und der kommt da unten hin. Sehr schön. Jetzt ist es fertig. ADCs sind ja an und für sich zum Vertauschen da. Das heißt, es dürfte natürlich nicht nur bei dieser einen Karte bleiben, die wir jetzt gemeinsam gemacht haben. Ich habe da auch noch ein paar andere insgesamt 8 Stück gemacht. Also bei mir besteht eine Serie von ATCs immer aus 9 Stück. Davon werden 8 Stück vertauscht und eine Karte bleibt immer als Erinnerung bei mir. Ich finde das eigentlich eine ganz süße Idee, dass ich da wirklich weiß, was habe ich alles vertauscht zum Beispiel. Generell ist es so, dass ich meine ATCs auch gerne variiere. Also es sollte ungefähr alles gleich sein, aber da habe ich zum Beispiel dann auch noch andere Leoparden genommen, das ist zum Beispiel dieser, der da von der Seite gezeigt wird. Ich habe es auch mit dem großen auf dem Ast probiert, habe mir den auch koloriert, aber so passt er schon gar nicht auf die Karten drauf und auch wenn ich dann 2-3 quer habe, dann hat mir das irgendwie nicht gefallen. Also der wird vielleicht irgendwann auf einer Karte dann auftauchen. Koloriert habe ich ihn ja, schlecht wird er nicht. Und ja, also so sehen meine ATCs in dem Fall aus. Wenn du gerne eine dieser Karten haben möchtest, wenn du gerne tauschen möchtest, dann melde dich bei mir, schreib es mir in die Kommentare. Dann werden wir schon zusammenkommen und uns die Kontaktdaten austauschen können. Wenn du vielleicht auch noch andere zum Tausch anbieten könntest, also das ist überhaupt kein Thema, da können wir uns auf jeden Fall dann absprechen, falls da Interesse besteht. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.